Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Fragenfreitag. Und wir haben ja gesagt, es geht immer noch um das Thema Reisen mit Kindern. Das ist jetzt quasi der zweite Teil. Der erste Teil war ja speziell zur Reise vorbereitet. Was denn, willst du auch mal was sagen, oder Also was? ich unterbreche dich, aber du lässt mich ja überhaupt nicht mal anfangen, was zu sagen. Boah, guck mal auf. Du quatschst ja sonst mal alleine, kann ich ja wenigstens freitags auch mal was sagen. Du hast nicht mal Hallöchen allerseits gesagt. Ich habe gesagt, hallo und herzlich willkommen. Ja, siehst du, Hallöchen allerseits. Okay, wie gesagt, das ist jetzt der zweite Teil. Beim ersten Teil haben wir uns ja wirklich so mit Vorbereitung und Unterhaltung der Kinder während der Fahrt beschäftigt. Und jetzt haben wir gedacht, geh mal wirklich auf die Fragen ein, die ihr noch so gestellt habt. Und die wird halt so einzeln nacheinander einfach beantworten. Auch zum Thema Reise, damit wir einfach alle eure Themen und Sachen mal abgehakt haben. Und genau. Ja. Es wurde zum Beispiel gefragt, wie oft macht ihr Pause und wie lange macht es eurer Meinung nach Sinn, längere Strecken in der Nacht zu fahren und damit die Kinder im Auto schlafen können? Tja, genau das werden wir dieses Jahr ausprobieren. Das heißt, beim letzten Mal sind wir tagsüber gefahren, es war sehr heiß, wir sind über 2 Tage quasi gefahren, das heißt irgendwann vormittags los, bis abends, haben dann übernachtet und sind dann in aller Ruhe weitergefahren. Das war aber doch ziemlich anstrengend, weil die Kinder waren halt den größten Teil wach, die mussten dann oft pullern, man muss immer anhalten, man muss immer irgendwas machen und die Kinder sollen sich bewegen und diesmal wollen wir es einfach probieren über Nacht, weil Juna wird nicht mehr gestillt und deswegen denken wir auch, dass das gut funktioniert, müssen aber halt gucken, wie es läuft. Wir werden dann eine Nachbereitung machen, wo wir das nochmal klären. Ich fand aber ehrlich gesagt trotzdem, dass das über 2 Tage fahren war auch recht gut. Angenehm war, einfach weil man halt dann die Nacht wirklich in Ruhe schlafen konnte. Man ist nochmal runtergekommen, man hat sich einmal voll entspannt und man konnte dann in Ruhe frühstücken, man musste nicht irgendwo was auspacken oder so. Genau. Man hat sich halt wirklich richtig satt gegessen, richtig ausgeschlafen und dadurch, dass wir halt keinen Zeitdruck hatten, hat man sich da einfach ein bisschen wohl gefühlt. Wir hatten auch immer tolle Gastgeber, wirklich, ja. Wo man super Frühstück gekriegt haben und so, die super flexibel waren. Da haben wir echt Glück gehabt. Da habe ich auch eine Frage gelesen, wie wir das buchen und sowas. Also das haben wir wirklich von unterwegs aus gebucht, als wir schon unterwegs waren und wussten, wann wir ungefähr wo sein werden und hatten dann irgendwo kurz vor der französischen Grenze übernachtet. Nee, in Frankreich war das. Nee. Doch, das war in Frankreich. Echt? Ja, wir mussten doch über den Rhein noch drüber. Das war ja, nämlich stimmt. Ganz lustig. Wir haben gedacht, okay, wir sind um 9 da und mussten nur noch schnell über den Rhein drüber und dann gab es aber die letzte Fähre gefahren und dann... 9:15, also... Genau. Wir waren irgendwie 20 Minuten zu spät oder so. Genau, und dann mussten wir jedenfalls einen Umweg nochmal von 40 Kilometern fahren, um einfach nur dieses Stück über den Rhein drüber zu kommen. Ist aber auch jetzt egal. Also wir haben jedenfalls von unterwegs dann geguckt, okay, wann sind wir ungefähr an der deutsch-französischen Grenze und haben uns dann dort eine Unterkunft gebucht, genau, über Airbnb, ganz unkompliziert und locker. Ja. Und das hat super funktioniert. Darf ich kurz eine Frage? Okay. Ich habe nämlich auf Facebook eine Frage bekommen, die ich auch ganz interessant fand. Hi ihr Lieben, wir fliegen am Donnerstag nach Irland. Wir haben dort einen Mietwagen und ich würde wissen wollen, ob ihr für einen Mietwagen, blöd, wenn ihr am Donnerstag fahren, ne? Ist ja jetzt schon vorbei. Ob ihr für an einem Mietwagen an dem Vordersitz auch so einen Organizer für Spielzeuge macht? Oder würdet ihr die Kids einfach vor einer etwas längeren Autofahrt eine Auswahl an Spielsachen auf den Schoß geben? Sie hat gesagt, sie fahren maximal 2,5 Stunden. Na ja, gut, bei 2,5 Stunden würden wir jetzt den Kindern wahrscheinlich nicht so viel geben, weil ich sag mal, das ist noch so eine Strecke, die sind die Kinder bei uns echt gewöhnt. Also das fahren wir ja so oft, so 2 Stunden, da brauchen die jetzt nicht so viel Beschäftigung. Jedenfalls unsere Kinder. Ja. Aber ich denke, so ein Organizer ist immer ein bisschen sinnvoller, als alles auf den Schoß zu geben, weil dann fällt irgendwas runter oder es stört irgendwas oder dann klemmt irgendwas, wo sich die Kinder dann nicht wohlfühlen. Und generell ist es immer besser, wenn man das ein bisschen sortiert oder wegtut, auch im Fall von Vollbremsung oder so. Genau. Weil alles, was irgendwo rumliegt, kann halt auch zum Geschoss im Auto werden. Das sollte man sich halt immer auch so ein bisschen vor Augen halten. Ja, dann wurden wir gefragt, mietet ihr dort eine Ferienwohnung oder bucht ihr ein Hotelzimmer? Was bezahlt ihr dafür? Ich würde da auch gern hin, nur finde ich leider keine günstige Unterkunft, da es auch nur ein paar Tage wäre. Also wir haben weder eine Ferienwohnung noch ein Hotelzimmer, sondern du kannst ja mal in die ganzen Videos gucken vom letzten Jahr zum Beispiel. Da ist alles ganz ausführlich beschrieben, weil wir fahren da dieses Jahr wieder hin. Das heißt, es ist ein Portal, was Campingplätze vertritt in Südfrankreich, sowohl im Hinterland als auch an der Küste direkt.
Und über dieses Portal, das ist auch in deutscher Sprache übersetzt mittlerweile, dächtig. Die haben die Webseiten wirklich richtig gut auf Vordermann gebracht. Genau. Kann man dann eben sich einen Campingplatz aussuchen, wo man gerne hin möchte. Und man kann sich dann auch aussuchen, in was für eine Art Unterkunft. Das heißt, es gibt wirklich von ganz günstigen Mobilheimen für 2 Leute, für 4 Leute, für 6 Leute, für 8 Leute, bis hin zu wirklich Luxus-Mobilheimen mit einem Jacuzzi-Whirlpool davor oder sowas, kann man sich halt dann aussuchen, was zu einem passt. Und je nach Saison variieren dann halt auch die Preise dafür. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Vorsaison noch da und das ist auch, wie gesagt, von Campingplatz zu Campingplatz verschieden und auch von Zeit zu Zeit verschieden. Bloß wie gesagt, eigentlich müsste da für jeden Geldbeutel auch was dabei sein, denke ich. Wenn ihr nur einen Tipp zum Thema Reisen mit Kindern sagen dürftet, was wäre euer ultimativer Tipp? Ruhe bewahren. Also ich würde sagen, keine hochgesteckten Ziele setzen. Also von wegen, wir müssen heute das und das schaffen, weil ich glaube, das schafft nur Frustration. Mhm. Wenn man das dann nicht erreicht hat, sondern ich würde sagen, so entspannt wie möglich rangehen, vorher nochmal schlafen oder so. So vorbereitet wie möglich. Genau, gut vorbereitet, ja. Alles so packen im Auto, dass man schnell an die wichtigsten Dinge rankommt. Welche Hörspiele könnt ihr empfehlen? Hat man eigentlich schon. Genau, das haben wir im letzten Freitag beantwortet, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da reinschauen. Da ging es nämlich um das Thema wirklich Reiseunterhaltung. Was haben wir und was machen wir, um die Kinder bei Laune zu halten, wenn die quengelig werden? Wie kriegen wir die Zeit rum? Und wir haben da so verschiedene Blöcke, Spielsachen und Tipps einfach gezeigt, wie wir das machen und die sich bei uns super bewährt haben. Geht ihr mit den Kindern im Urlaub oft auswärts essen oder kocht ihr selber in der Ferienwohnung im Mobilheim? Sowohl als auch ein bisschen. Also ja. Wir kochen im Mobilheim auf alle Fälle. Ja. Aber nicht so, dass wir jetzt jeden Tag irgendwie um 12 wieder zu Hause sind, damit wir was kochen können, sondern halt immer je nachdem, was wir so vorhaben. Also letztes Jahr haben wir relativ viele Ausflüge gemacht und damit hat es sich auch ergeben, dass wir relativ oft irgendwo anders gegessen haben. Genau. Aber was wir auch sehr oft gemacht haben, war einfach so eine Art Picknick. Das heißt, wir sind dann irgendwo einfach in den Supermarkt gegangen oder zum Bäcker, haben uns ein Baguette geholt, haben uns ein Stück Salami dazu geholt und Salat oder sowas und Obst und haben uns am Strand gesetzt und haben einfach nur gepicknickt. Oder nicht nur am Strand, sondern eigentlich überall. Also wir haben fast jeden Tag irgendwie Picknick gemacht. Und das war einfach super, weil die Kinder konnten was essen, konnten dann nebenbei spielen. Es war einfach super unkompliziert und dann auch total billig einfach. Ja. Und ich finde es halt eben auch einfach schön, wenn man so trotzdem die Essensgewohnheiten und typischen Dinge aus einem anderen Land einfach mit umsetzen kann und mit probieren kann, ohne dass man da jetzt einen riesen Aufwand dafür machen muss. Fahrt ihr dieses Mal mit eurem eigenen Auto? Passt da alles rein oder müsst ihr Abstriche machen? Ihr hattet letztes Jahr ja einen Charan und der war auch ganz schön vollgepackt. Wir haben ein anderes Auto. Also wir fahren nicht mit unserem Passat, sondern wir fahren mit einer Mercedes V-Klasse. Genau. Ja, wir dürfen die für in diesem Zusammenhang einfach auf Familientauglichkeit testen, worüber wir uns riesig, riesig freuen, weil wenn ihr uns verfolgt, wisst ihr, dass wir so eine übelst alte Klapperkiste an VW Passat haben. Ich glaube, dass wir in beide Autos, also in den Passat auch alles reingekriegt hätten, aber man hätte da schon wesentlich bedachter packen müssen und viel Vorbereitungspuffer, was Proviant und Essen und sowas angeht, hätte man da, glaube ich, bei uns nicht so großartig mehr gehabt. Ich glaube, dass es am Ende völlig egal ist, mit welchem Auto man fährt. Man kriegt es immer voll. Ich meine, früher sind 5-köpfige Familien mit einem Käfer nach Italien in Urlaub gefahren. Ja. Über, weiß ich nicht, wie viele 100 Stunden, war jetzt übertrieben, aber ist ja auch egal. Bloß, ich glaube, selbst wenn wir jetzt mit einem LKW fahren würden, man würde den irgendwie voll kriegen. Weil wenn man den Platz hat, dann nimmt man eben einen Kinderwagen mit und dann nimmt man noch eine Trage mit und vielleicht nimmt man dann noch einen Ball mit und noch ein Sandspielzeug und noch das und das und das. Also ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Platz. Ja, komm, packen wir noch das Kuschelkissen ein. Also ich glaube, man nimmt dann jedes Auto Sachen voll mit. Ja. Und ansonsten, wenn wir jetzt hätten mit unserem fahren müssen, aus irgendeinem Grund, dann hätten wir sicherlich auch noch irgendwie einen Dachgepäckträger draufgepackt oder so. Einfach, weil wir auf bestimmte Dinge nicht verzichten wollen. Aber wenn man mit einem bestimmten Platz klarkommen muss, dann kriegt man das auch hin. Und ich meine, Passat ist jetzt kein kleines Auto. Ach, ja. Also da würde man auch alles hinkriegen. Wir sind ja früher auch so in Urlaub gefahren. Ja. Und es geht ja da auch weniger um den Platz, sondern mehr um den Zustand des Autos für so eine lange Strecke. Ja. Ja. Und einfach auch um... Ja, doch. Ja. Genau. Ich habe jetzt eine ziemlich krasse Frage. Spielt die derzeitige Terrorgefahr bei euch im Urlaub eine Rolle? Da habe ich
drüber nachgedacht, als das letztes Jahr in Nizza passiert ist. Weil wir waren ja genau da in der Straße, quasi in der Strandpromenade, wo dieser eigentlich schlimmste Terroranschlag in letzter Zeit in Europa passiert ist, wo, keine Ahnung, 90 oder 100 Leute, glaube ich, sogar gestorben sind. Und das war genau die Promenade, wo wir auch spazieren waren. Wenn man sich jetzt so unsere Fotos anguckt, dann überlegt man sich das halt schon. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Frage, die man verdrängt, habe ich das Gefühl. Weil egal, wo man hinfährt oder hinfliegt, das ist einfach so eine abstrakte Gefahr, die kann man nicht abschätzen, nicht beeinflussen oder sowas. Natürlich kann man sich sagen, wir vermeiden große Menschenmassen und wir gehen jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, zum Nationalfeiertag auf diese Promenade da irgendwie zwischen 200 Millionen Menschen. Aber das ist was ich sowieso nicht mag und was ich von vornherein schon vermeiden möchte. Egal ob Terrorgefahr oder nicht, da bin ich halt überhaupt nicht der Typ dazu. Aber wie gesagt, das spielt jetzt bei uns bei den Urlaubsüberlegungen nicht so die Rolle. Weil das kann ja, man hat es ja letztes Jahr gesehen, das kann einem genauso in Ansbach in Bayern passieren, was ein kleines Kaff ist eigentlich. Es kann in Berlin passieren, es kann überall passieren. Ja, und von daher machen wir uns da, glaube ich, nicht so die großen Gedanken, beziehungsweise versuchen das ehrlicherweise zu verdrängen. Ja. Schlafen die Kids generell eher viel im Auto oder sind sie die meiste Zeit wach? Also unsere Kinder schlafen im Auto schon. Wenn es die Schlafenszeit ist, schläft Emil auch und Juna irgendwie sowieso. Mhm. Also die finden das beide sehr Einschläfer. Und die sind nicht so die Kinder, die nur wach sind. Also es gibt ja Kinder, die schlafen überhaupt gar nicht im Auto. Also dazu gehören unsere nicht. Auch wenn die eingeschlafen sind, kann man die auch rausnehmen und nach oben ins Bett tragen, ohne dass die wach werden. Ja. Ja. Wie viele Koffer nehmt ihr mit? Ihr habt ja gesagt, wie viele Koffer nehmt ihr mit? Kann man jetzt eigentlich so nicht so ganz konkret beantworten. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, für jeden von uns eine Tasche. Und für die Kinder hatten wir letztes Jahr einfach so eine Edeka-Klappbox, Einkaufskiste. Und das ist was ich eigentlich echt super empfehlen kann. Das ist sowas von praktisch. Man kann die einfach perfekt stapeln. Genau. Und weil wir haben das einfach alles reingepackt und dann haben wir oben drauf einfach so ein Spucktuch gespannt quasi, damit die Klamotten nicht irgendwie in alle Himmelsrichtungen rausragen. Und dann kann man die Kisten einfach super stapeln und dann kann man die raustragen, stellt die entweder in den Schrank oder man sortiert das halt weg und dann kann man die halt einfach zusammenklappen und als Einkaufskiste nehmen oder so. Oder dann Sandspielzeug reinpacken, wenn man wieder an den Strand fährt. Das war echt nicht schlecht. Da hat man halt für jedes Kind einzelne Klappbox. Und da haben wir uns auch drauf beschränkt, eigentlich auf den Platz. Und für uns halt eine Reisetasche. Für kürzere Reisen haben wir ja seit, keine Ahnung, ein paar Ausflügen, diese Trunky-Reisekoffer. Die sind perfekt für einen Ausflug von, ich würde sagen, bis zu 4 Tagen mit Kindern. Und vor allem, wenn man mit dem Zug fährt oder sowas. Ach, ja. Oder in der Stadt war das jetzt auch super, weil die Kinder haben sich draufgesetzt und sind von der Tiefgarage in den Aufzug gefahren und so. Für den Frankreich-Urlaub würde ich es jetzt nicht so perfekt finden, weil man die nicht so gut stapeln kann. Und dafür sind sie auch zu klein. Ja. Aber sonst, wenn man so mit einem Flugzeug oder mit der Bahn verreisen möchte, wären die sicherlich super. Genau. Du bist dran. Mich würde interessieren, ob und welche Sonnencreme für die Kinder benutzt. Ja, also wir benutzen schon Sonnencreme, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dieses Thema Sonnencreme, da bin ich mit mir selber nicht so richtig einig. Weil eigentlich finde ich, bei Emi waren wir dafür ja extra in der Apotheke und hatten von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke hieß, eine ganz teure Sonnencreme, die halt echt Lichtschutzfaktor 30 hatte, weil 50 irgendwie so extrem verklebt und sowas und er das nicht so gut vertragen hatte auch und dann hatten wir so eine etwas geringere ohne sämtliche Zusätze. Die kostet halt aber einfach irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder so und eigentlich will ich die Haut von meinen Kindern nicht mit solchen Chemiekeulen zupflastern. Und ich bin überhaupt nicht so der Typ, der jetzt sagt, nein, keine Creme und kein dies und kein das. Aber dadurch, dass man das ja teilweise mehrmals täglich drauf schmiert, weiß ich nicht, was das halt vielleicht mit der Haut von den Kindern macht. Aber Fakt ist auch für uns, gerade in der Anfangszeit, wenn wir es nicht gewohnt sind, lange in der Sonne zu sein oder grundsätzlich, man muss ja nicht in der knallen Sonne sein, sondern auch so, wir kriegen einfach sofort Sonnenbrand, die Kinder und ich. Wir sind solche hellen Typen, wir können es uns nicht erlauben, auch nur eine Viertelstunde ohne irgendwelchen Schutz in die Sonne zu gehen. Wir haben wirklich sofort Sonnenbrand. Wenn man dann aber im Urlaub ist und am Strand,
dann ist es einfach so, dass die Kinder nicht die ganze Zeit nur in der Strandmuschel oder unterm Baum oder so stehen, sondern die sind in Bewegung, die rennen rum und schwupps ist es passiert, haben sie Sonnenbrand. Und das finde ich definitiv trotzdem schlimmer, als eingecremt zu sein. Auch wenn es halt vielleicht nicht das Beste für die Haut, also nicht, ach, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall benutzen wir Sonnencreme für die Kinder, so gut es geht, einen recht niedrigen Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor, so 30 oder sowas. Und wir haben aber keine bestimmte Marke, die wir verwenden. Also wir finden solche Sprays praktisch, solange man sie nicht mit an den Strand nimmt, weil dann funktionieren sie irgendwann nicht mehr, wenn sie voller Sand sind. Man muss nur aufpassen, wenn man keinen Sand ankommt. Ja, was am Strand super umzusetzen ist. Nein, und man muss einfach nur den Deckel drauf machen und nicht das Kind mit dem Ding da rumlaufen lassen. Aber guck mal, wie süß. Dann ist es glaubvoll. Habe ich überhaupt gar nicht gemacht. Nein. Naja, wir zanken uns da schon eine ganze Weile drum. Auf jeden Fall, ja. Was ich aber tausendmal wichtiger finde als Sonnencreme, ist ein Sonnenhut. Weil die Kopfhaut kannst du nicht eincremen. So, fertig. Habe gesprochen jetzt. Ist Reiseübelkeit ein Thema bei euch? Also, nee, gar nicht. Wie viele Pausen macht ihr und wann? Ihr habt ja gesagt, dass ihr irgendwas Neues für die Fahrt besorgt, womit sich Emil und Dina beschäftigen können. Was nehmt ihr damit? Das ist ja das, was wir letzte Woche gesprochen haben. Und wie viele Pausen macht ihr, beziehungsweise nach wie langer Zeit, hängt einfach absolut von der Laune ab. Ich würde sagen, letztes Jahr haben wir so alle... irgendwas so zwischen 2 und 3 Stunden haben wir dann immer angehalten. Und manchmal waren das halt einfach nur 10 Minuten Pausen, weil alle mal aufs Klo gegangen sind, dann sind wir weitergefahren. Oder nur einer von uns musste mal aufs Klo und die Kinder haben im Auto weiter geschlafen. Und manchmal waren das halt auch halbstündige Pausen, wo wir dann wirklich die Kinder wirklich auf einem Spielplatz haben spielen lassen, richtig austoben, richtig strecken, richtig bewegen. Das macht die einfach, also die tanken einfach einmal Energie, die tanken sich mit Sauerstoff voll, die bewegen sich und sind dadurch dann einfach nochmal ein bisschen fitter und ein bisschen motivierter und einfach besser gelaunt. Und dann kann man dann auch ein bisschen länger fahren. Also wir sind auch mal 4 Stunden gefahren und mal nur 1,5 Stunden weit gekommen. Also ja. Also man muss auch sagen, es ist einfach sehr bedarfsorientiert. Genau. Also wir gucken dann einfach, braucht jetzt jemand eine Pause oder braucht sie nicht. Meistens brauche ich eine, weil ich bullern muss. Franz ist das größte Kind im Auto. Ja, aber das passiert dann halt. Ja. Also wir gucken dann immer, wie es ist in der Situation. Das heißt, wir machen uns da auch keinen großen Druck, genau. Wir haben auch keinen festen Plan, wo wir sagen, jetzt müssen wir mal wieder eine Pause machen. Wir haben weder Zeiten noch Orte festgelegt, wo wir und wann wir Pause machen. Also wir fahren rechtzeitig früh, also so früh los, dass wir wirklich noch viel Puffer haben. Und wenn wir dann aber meinetwegen früh um 10 schon am Urlaubsort sind und können aber erst ab 14 Uhr auf den Campingplatz sein, dann ist es eben so, dann bringen wir die 4 Stunden auch noch irgendwo am Strand rum oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Hast du noch Fragen? Ja. Ja. Ich habe noch mal eine Frage bekommen. Mich würde gerne interessieren, wie ihr die Fahrt über die Kids beschäftigt. Also gut, dass wir den Fragenbreiter vorher gemacht haben. Reisen eure Kids gerne oder fühlen sie sich zu Hause wohler? Bekommen sie schnell Heimweh, auch wenn du und Anna dabei sind? Heimweh? Gar nicht. 0,0. Echt. Das jetzt gut oder schlecht? Wirklich, also sie freuen sich unheimlich, wenn sie wieder zu Hause sind und in ihr Kinderzimmer gehen können und mit ihren Spielsachen auch mal wieder spielen können. Ja. Also ich weiß, beim letzten Mal waren die Kinder einfach ewig dann in ihrem Kinderzimmer und haben mit allem möglichen Zeug gespielt, was da ist. Aber bei vorher Urlaub haben sie ja wirklich nur eine ganz ausgewählte... Ja. Genau. Ja, ausgewählte Spielzeuganzahl. Aber vorher wird niemals danach gefragt. Ja, aber es ist eher so, dass die Kinder Fernweh haben. Also es ist eher so, dass Emil das ganze Jahr über fragt, wann fahren wir mal wieder nach Frankreich? Wann fahren wir mal wieder ans Meer? Wann fahren wir nach Köln? Wann fahren wir nach Kiel? Wann nach fahren Hamburg. Wir nach Hannover? Nach Hamburg? Nach, ja. Nach London? Das London. Ist ja seitdem London. Anna in London war, will Emil unbedingt nach London. Also das müssen wir dringend dieses Jahr noch machen. Also Emil hat eher Fernweh. Und dann stand auch noch in der Frage so in Richtung Weltreise, wie wir zu dem Thema stehen und ob wir das wagen würden und auch wie die Kinder da mitmachen würden. Also ich muss immer sagen, ich bin eher so ein ängstlicher Typ, ich würde das nicht wagen. Einfach, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so ein großer Schritt. Und ich, wahrscheinlich, wenn wir alleine wären, eher, aber mit den Kindern, ich bin immer so unsicher, was ist, wenn irgendwas passiert und wie ist das jetzt, wenn man sie aus ihrem Kindergarten rausnimmt und dann später in die Schule und ich bin einfach nicht so wirklich der Typ, der sich so treiben lassen kann, der sich vollkommen auf was einlässt, das ist...
Siehst du, das ist der Platz, deswegen gähne ich mich einmal. Ich habe einmal gegähnt. Da bin ich halt wirklich einfach zu sehr ängstlich. Ich glaube, ich würde das machen. Und dabei, also mich packt zurzeit auch total durchs Fernweh. Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich... Also dann wirklich dann ein Jahr oder sowas unterwegs zu sein, das ist ja nochmal ein Schritt, nochmal eine Nummer größer. Ja, ich würde schon sagen, also da fängt man dann irgendwie klein an. Ich meine, guck mal, das Weiteste ist für uns jetzt Frankreich. Also da müsste man in Anführungszeichen, ich würde das halt wirklich so machen, dass man dann einfach vorher, keine Ahnung, immer mal wieder etwas weiter wegfährt, dass man mal fliegt, dass man länger irgendwo ist, jetzt nicht direkt für ein Jahr, sondern vielleicht erstmal für 3 Wochen oder sowas, was halt wirklich ein etwas längerer Zeitraum ist, und guckt, wie verkraften das die Kinder und sowas. Ja, ich denke, also, da muss man sich rantasten. Sowas und, total gerne. Und ja. Auch so, wir haben Freunde, die sind letztes Jahr, ich glaube, 9 Wochen lang unterwegs gewesen mit ihrem kleinen Wohnmobil sozusagen. Die sind 10.000 Kilometer quer durch Europa gefahren. Die sind von hier bis nach Portugal und dann durch Frankreich wieder zurück und überall lang. Das würde ich super gern machen. Und so für so einen bestimmten gewissen Zeitraum auf alle Fälle. Auch bei einer Weltreise, da hängt halt so viel dran. Weißt du, da musst du musst du alles Mögliche kündigen. Da musst du vielleicht sogar aus deiner Wohnung rausziehen oder du bezahlst die Wohnung, ohne drin zu wohnen, ewig weiter. Da hängt für mich irgendwie so ein langer Rattenschwanz dran. Und mit keine Ahnung, Job kündigen oder boah, das ist einfach so ein krasser Schritt, das meine ich halt damit. Und natürlich weiß ich, dass es sich im Endeffekt lohnt, weil man unheimlich viele Erfahrungen sammelt und sowas, und daraus ergibt sich dann auch ganz oft viel und man bleibt vielleicht irgendwo hängen. Das ist super cool, aber im Moment kann ich es mir trotzdem nicht vorstellen, aber so für eine gewisse Zeit, vielleicht sogar für 2-3 Monate, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich brauche irgendwie, also ich bin so ein Typ, der seinen Ankerplatz hat irgendwo. Ja. 5 Dinge, die immer dabei sein müssen. Haben wir das schon gemacht? 5 Dinge, die immer dabei sein müssen, ist cool als Abschluss. Komm, das machen wir noch. Auf alle Fälle Bücher. Schnuller. Schnuller, ja. Kaffee. Ja, was Leckeres zu trinken, so für die Eltern. Ja, auf jeden Fall. Also Energy Drink, irgendwas, was man jetzt nicht so Hörbücher hat. / Musik. Ja. Unbedingt. Immer. Sowohl für Kinder als auch für Eltern. Sowohl was zum richtig laut mitgrölen, als auch was zum Entspannen, so was Ruhigeres. Ja. Ja, also Audible ist da ja unser absoluter Favorit. Da hat man so viele Hörbücher. Und Amazon Music haben wir halt auch. Und da können wir aus sämtlichen Playlists und sowas wählen. Genau. Was muss noch dabei sein? Ganz altmodisch. Ich glaube, wir kommen mehr auf mehr als 5. Aber das ist immer noch so was, das möchte ich immer gerne auch dir mitgeben oder so. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man eine Karte dabei hat, also eine analoge Karte. Weil wenn man irgendwo in der Pampa steht und dann irgendwie Google Maps nicht funktioniert oder man keinen Empfang hat oder keine Ahnung was, dann ist man ganz schön aufgeschmissen. Und dann ist es manchmal gut, so eine Papierkarte mitzuhaben. Und Sticker. Und Sticker, genau. Damit haben wir bei 5. Nein, also was zum Beschäftigen für die Kinder, super wichtig. Oder warte, das habe ich auch noch nie gezeigt. Snack, so Perlen, so ein Tierbox als Snackboxen. Nein, also ich bin so euphorisch mit diesem. Prinzipiell gilt ja eigentlich, du musst die beschäftigen, sonst beschäftigen die dich. Genau. Wenn das nicht der Abschluss für dieses Video ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ich hoffe, wir haben damit eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Und damit ist das Thema Reisen, würde ich sagen, ganz gut abgeschlossen, oder? Ich glaube schon. Es wird dann noch eine Nachbereitung davon geben. Ja, nach unserem Urlaub. Wir nehmen euch ja im Urlaub sicherlich auch mal ein bisschen mit. Ja, wir freuen uns jetzt einfach schon mega auf unseren Urlaub und bald geht's los. Und es wird Zeit. Ja, wir freuen uns. Gut, ihr Lieben, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.